Wir sind hier bei einem Einfamilienhaus am Scheibenplatz. Hier hat es ein Feuer in einem Kamin gegeben. Von außen hat da die Verkleidung gebrannt. Ja, die Feuerwehr hat eine Verrauchung unter den Dachschindeln am Kamin vorgefunden und wurde auch von den Bewohnern in Empfang genommen. Der Bewohner hat dann darauf hingewiesen, dass er den Kamin betrieben hat und dass ein Passant ihm ein Feuer oben am Kamin gemeldet hat. Im Erdgeschoss des Gebäudes waren derzeit noch zwei Personen im Gebäude. Jawohl. Ja, da waren war die Aufmerksamkeit sehr groß bei den Passanten. An dieser Stelle auch ein großes Dank an den Meldenden. Und auch die Information der Bewohner hat stattgefunden. Also er ist nicht nur vorbeigegangen und hat uns angerufen, sondern er hat auch die Bewohner informiert, dass es bei denen brennt. Ja, wir haben zunächst den Brandherd an sich erkundet. Mit einer Drehleiter sind wir zum Kamin hochgefahren, haben da kontrolliert, ob es in dem Kamin brennt oder ob die Verkleidung brennt. Die Verkleidung wurde dann abgenommen, das Feuer wurde dann abgelöscht. Es wurde festgestellt, dass es nicht im Kamin, sondern nur die Verkleidung drumherum ist, die brennt. Und im weiteren Verlauf wurde eine zweite Wohnung im Obergeschoss und das Dachgeschoss kontrolliert. Hier konnten wir allerdings nichts mehr feststellen.